Der Community-Bann ist am Start. Das ist ein Fest. Damit einen wunderschönen guten Morgen an diesem fantastischen Freitag. Und natürlich auch herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Case & Kaffee. Was soll ich sagen? Ich war ein böser Bube. Mein Steam jedenfalls. Community-Bann, etwas, womit eigentlich nicht zu spaßen ist. Und ich wäre garantiert nicht so locker, wenn das Ding nicht auch schon wieder durch wäre. Frage ist jetzt, was ist denn überhaupt passiert? Was habe ich angestellt? Was war das, das Steam gesagt hat, dieser Junge, dieser Typ, der muss weg vom Fenster? Tja, eine kurze Geschichte. In einer der letzten Episoden von Case & Kaffee habe ich ein Profil reviewed und habe da entdeckt, die Vino Primo P250 aus der Inferno Collection. Ich, also ganz spontan, mich schockverliebt in das Ding und dann habe ich geschaut. Ey, da muss es ja eigentlich geile Skins, geile Sticker für geben. Habe ich auch gefunden. Maus MLG Holos. Und meine Güte, das finde ich ja schon ziemlich geil. Muss man sagen. Und ich habe mit mir gehadert, denn ein Sticker davon sind um die 20 bis 30 Euro. Irgendwie sowas. In der Summe auf jeden Fall zu viel, um das selber zu craften. Skin ist ungefähr bei 10 Euro. Und dann war halt die Frage, wie komme ich jetzt an so einen Skin ran? Ich habe also bei CS Float geschaut, ey, wie viele gibt es denn überhaupt vielleicht von diesem Craft? Vielleicht kann man ja einen absnacken, vielleicht auf dem Markt oder aber eben abkaufen. Auf dem Markt gab es keine und wir sehen auch, es gibt nur 5 Stück. Aber ich habe Leute angeschrieben und einer von denen hat mir dann am Ende tatsächlich seine Vino Primo 0055 mit 3x MLG Maus verkauft. Jetzt ist das Ding schon wieder weg. Inspekten geht gerade nicht. Und zwar diese hier habe ich mir kaufen dürfen. Und das war natürlich ein Fest. Glasklar. Und dann habe ich geschaut. Denn der Skin sieht auch mit den Foils ziemlich geil aus. Und von Foils in CS2 bin ich ja großer Fan. Was habe ich also getan? Ich habe bei CS Float geschaut nach Vino Primo Crafts mit Maus-Foil-Stickern. Und ich finde 3x ziemlich schön. Wesentlich schöner als 4x, ehrlich gesagt. Ist mir ein bisschen zu voll. Also habe ich hier den Typen angeschrieben. Bin auf sein Profil gegangen. Hab ihn als Freund hinzugefügt, hab einen Kommentar dagelassen, dass ich an seiner Vino Primo interessiert bin und hab mich dann weiter um meine Uni gekümmert. So, ein paar Stunden vergehen und ich denk mir nichts Böses und auf einmal kriege ich die Nachricht, yo ey, übrigens, Kollege, du hast eine Steam-Nachricht und hast einen fucking Community-Bann. Und ich hab mir zuerst noch nicht ganz ausmalen können, was denn los sei. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass ich vielleicht mal in irgendwelchen hitzigen Momenten Kommentare geschrieben habe auf anderer Leute Profil, die vielleicht nicht so nett waren. Das kann natürlich sein. Am Ende bin ich ja auch Deutsch. Und wir kennen Deutsche in CS. Aber natürlich, erster Schritt, der getan wurde, Steam Support angeschrieben, geht ja auch gar nicht anders. Für die, die nicht wissen, wir bekommen dann so ein wunderschönes Fenster. Your account has been locked for posting or upvoting suspicious content on Steam. Und dann wird darin erklärt, dass es halt irgendwas sein kann von irgendwelche Links gepostet oder Messages oder Kommentare, die halt zum Beispiel auch auf Account Theft, Scamming, Phishing oder halt eben andere komische Aktivitäten hindeuten könnten. Und damit war ich natürlich erstmal überfordert, was das denn jetzt wie gesagt sein soll. Kommentar geschrieben, also ein Ticket aufgemacht beim Steam Support und dort die Antwort drinne stehend, dass der Kommentar, der gepostet wurde, auch von meinem Account war, war auch die Frage, ob vielleicht einfach auf meinem Profil kommentiert wurde von etwas, wovon Steam nicht Fan ist und ich deswegen den Bann bekomme. Aber nein, ich habe schon den Kommentar verfasst, um den es hier geht. Und der Kommentar war wohl entweder ein Link oder aber ein Angebot zu kaufen oder zu verkaufen, und zwar nämlich Items. Und das ist natürlich nicht consistent mit dem Intended Use auf Steams Trading Market oder anderen Community Features. Und Accounts, die gegen sowas verstoßen wie meiner, werden geblockt, gelockt und gewarnt. Muss ich sagen, ist ehrlich gesagt ziemlich lächerlich. Klar, ey, wir haben hier Items im Wert von mehreren tausend Euro, die hier über den Steam Market gehen oder Peer-to-Peer-Trading. Und dann darf man aber nicht drüber sprechen, dass man das macht. Also ist schon ein bisschen dumm, meiner Meinung nach. Wir lesen es hier aber auch natürlich, also was heißt natürlich, ich bin sehr dankbar drum, hätten sie auch nicht machen müssen. Aber sie haben den Lock, die Sperre, haben sie aufgehoben. Ist heute krasses Ding nicht unterwegs. Sagen aber auch, ich muss aber auch natürlich aufhören, sowas in der Zukunft zu posten. Die Schweine. Also ja, Problem gelöst, vielen Dank dafür. Und am Ende ist wieder alles wunderbar. Aber meine Güte, was ist das denn für eine Scheiße? Wir haben es gerade auch gesehen, der Typ mit der Vino Primo mit den Vollstickern hat mich nicht als Freund hinzugefügt und der Kommentar ist weg. Ich nehme also mal stark an, dass das der springende Punkt war. Am Ende muss ich sagen, war ich gar nicht so der böse Bube, von dem ich gedacht habe, dass ich das gewesen sei. Auch ein bisschen enttäuschend.
ehrlich gesagt. Viel Wind um nichts, aber ich meine lieber so, als dass da tatsächlich was dran wäre, natürlich. Dementsprechend aber natürlich auch mal wieder eine turbulente Nacht. Und es wird heute Nacht natürlich wiederholt, denn Freitagabend ist natürlich Livestream-Freitagabend. Da geht die Post ab, das ist glaube ich klar. Noch keine Ahnung, was es heute wirklich wird, was wir machen werden. Aber wie immer, natürlich, wird es ein Fest. Das kann ja gar nicht anders sein. Ein bisschen Matchmaking, ein bisschen Arms Race vielleicht. Mal schauen. Mit und gegen die Community. Und ansonsten, ich habe eine neue Sense. Ich habe es ein bisschen hochgeschraubt. Ein bisschen jedenfalls. Es ist ein bisschen flotter und ich fühle mich sehr wohl damit bisher. Ist sehr geil. Wird ein Fest, ich bin sehr gespannt. Und Performance. Oh mein Gott, CS2 Update. Performance wurde verbessert. Das ist schön. Meine Güte. Da freue ich mich sehr drüber. Ansonsten aber geht's rein in die tägliche Case. Operation Wildfire. Das ist ein Fest. Selbstverständlich. Unter anderem natürlich die AK Fuel Injector. Das wäre natürlich wild. Gesponsert wurde die Case von Dead Angel. Level 222, das ist eine Ansage. Wir gehen mal das Profil runter. Hier sehen wir schon Anime-Fan. Das ist nicht verkehrt. Das wird dann der Community-Ban auf YouTube auf jeden Fall. Weiter geht's noch mehr Anime. Viel Anime, das ist wild. Anscheinend Nier Automata, eventuell ist ein Spiel, ich bin ja gar nicht drin. In der ganzen Thematik, da wird's für mich interessant. Item Showcase, da bin ich am Start. Ist für mich wesentlich interessanter. Muss man sagen, da für mich ein bisschen zu extrem eventuell. Aber auch hier gilt natürlich jeder für sich. Andere würden sagen, mein Profil ist fucking lame. Eine Gruppe in Kammern, das ist wichtig, Lapyrus Fest, das ist der springende Punkt. 628 Leute inzwischen, wunderschön. Gerne mehr, Link ist in der Beschreibung. Ansonsten, Dead Angel, wir haben es ja gerade schon ansatzweise gesehen, interessantes Inventar. 10.000 Euro, Dollar, ja, natürlich, wieso nicht? Was haben wir hier denn? Glock Fade, 99,99% Fade. Und der Skin ist natürlich komplett berechtigt in meiner Glock-Tierlist, im entspannten S-Tier gelandet, wie auch nicht, ist hier die Frage. Ansonsten, AWP Fade, ebenfalls am Start. Bin ich ja persönlich nicht so der Fan, ist für mich ein bisschen zu, tatsächlich zu lame, zu langweilig, aber natürlich, von der Idee her, schick. Ich meine, ist das gleiche Prinzip, natürlich. Butterfly Brightwater, für mich ja ein Knife-Finish, der ziemlich unterm Radar läuft. Brightwater finde ich unfassbar stark. Finde ich einfach mega schick. Butterfly, natürlich. Geil, als Brightwater sehr stark. Gefällt mir sehr. Dazu passend, boah, AK Vulcan. Auch Cloud9-Sticker am Start. In FN sogar. Ja, das ist stark. Wirklich, also Vulcan natürlich. Ich meine, greife ich jetzt vorweg. Aber natürlich, S-Tier. Also meine Güte, wie geil ist das denn? Ein Traum ist das. AWP Lightning Strike. Auch natürlich ein Banger, muss man sagen. Wird bei der Tierlist für AWP-Skins natürlich interessant, wo die landet. Habe ich selber mal gespielt. Aber die Zeit ist auch vorbei. Also sowohl natürlich preislich, das ist Punkt 1, aber auch vom Motiv nicht mehr ganz meins. Huntsman, Gamma-Doppler, bin ich ja Fan. Ist, glaube ich, inzwischen bekannt. Unfassbar stark. Also meine Güte, wie schön ist das denn? Dead Angel, du hast hier auf jeden Fall einige Banger. A1 Masterpiece, ebenfalls FN. Meine Güte. Also hier geht was ab, muss man sagen. Für mich wird es so langweilig, die Masterpiece. Schon einige Male gehabt, wieder verkauft, wieder gehabt, wieder verkauft. Ich habe mich jetzt am Ende dazu entschlossen, einfach gar nicht mehr. Masterpiece, nicht mehr meins, jedenfalls nicht zum Spielen. Mogul Gloves am Start, AWP Containment Breach, natürlich schön. Ursus Tiger Tooth, interessant. Ursus bei mir relativ weit unten. Tiger Tooth hingegen dafür wieder recht weit oben, das ist schick. Dazu auch Overtake Gloves, das ist geil. Zwei AWP Graphites am Start. Natürlich die AWP, über die wir nicht reden. AWP Wildfire, AWP Pink DD-Pad. Auch stark innerhalb von einer Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 AWP-Skins. Nicht schlecht. USPS Prince streamt. Deagle, Cobalt Disruption. Natürlich in FN, was sonst. Und die ist natürlich geil. Meine Güte. Passt auch sehr gut natürlich zum Butterfly Brightwater. Aber wunderschöne Deagle auch. Gerade jetzt in CS2 nochmal. Boah, also ist schön. Wirklich geil. Ansonsten. UMP Crime Scene. 5-7 Berries and Cherries. Chatterbox, Cayman USP. 4? Einfach 4. Desert Eagle Kumisho Dragons in FN, auch natürlich aus der Wildfire Collection. Ich würde sie ja nehmen, muss ich sagen. Bin ja Fan, natürlich. Ansonsten nimmt es hier recht schnell stark ab, preislich zumindest. Glock High Beam, natürlich noch schicke Glock, muss man sagen. Dead Angel, das beste Music Hit, was es gibt. Halo Master Chief Collection, das
reißt natürlich wieder einiges raus, das ist glaube ich klar. Broken Fang Operation Diamond Coin, Service Metal 21 und boah, Alter. Also Service Metal 21 ist die älteste Service Metal, die wir hier haben. Und dann direkt so ein Inventar zu haben, das ist eine Ansage, muss man sagen. Sticker, CS20 Investment, Graffitis am Start, Kapseln 1000 von Paris, Sticker 1000 von Paris und Trash. Das ist schick. Dead Angel, schickes Inventar. Muss ich ganz klar so sagen. Highlight ist jetzt schwierig. Ich meine, Glock Fade ist natürlich geil, keine Frage. Butterfly Brightwater. Ich würde fast, ehrlich gesagt, für mich persönlich auf die Vulken gehen. Einfach großer Fan. Boah, was soll ich machen? Damit kommen wir zu Case Wildfire. Nochmals danke natürlich. Geil. Wir haben gerade gesehen, auch Kumisho Dragon. Ja, ey. Also liebend gerne. Wirklich liebend gerne. Haben einige geile Skins dabei. Wir gehen direkt rein. Bowie Knife bin ich ja nicht so der Fan. Gold will ich ja auch gar nicht. Ein Red reicht mir. Gerne Statrack, natürlich. Oder aber, das ist ärgerlich, die USPS Lead Conduit. Äußerst ärgerlich. Unschön, muss man sagen, floatmäßig. 0896, knapp an FN vorbei. Ei, muss man da sagen. Äußerst unschön. Kommt aber in der Hand nicht schlecht. Und jetzt sind wir wieder da, beim Schönreden. Meine Lieben, mal wieder eine turbulente Nacht. Geht ja in der Klausurenphase anscheinend gar nicht anders. Wir hören uns später, 19 Uhr, im Livestream drüben auf Twitch. Link ist natürlich in der Beschreibung. Ansonsten natürlich einen wunderbaren Start in diesen Freitag. Und falls nicht später, hören wir uns natürlich morgen wieder in alter Frische. Bis dahin viel Erfolg bei dem, was ihr tun werdet. Und wie gesagt, entweder bis später oder bis morgen in alter Frische. Bis dahin.